Ja, erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr euch interessiert für unser Konzept Königsplan für Kinder. Also Aufhänger und Ausgangspunkt ist dieses Buch, das wir jetzt neu herausgebracht haben. Aber natürlich will ich vor allem heute auch vor allem vom gedanklichen Hintergrund und für alle Praktiker von der konkreten Anwendung natürlich erzählen, was da eben von Ideen alles drinsteckt. Und um erstmal den Hintergrund zu verstehen, das, nachdem, glaube ich, alle Teilnehmer sehr stark mit Schach assoziiert sind, wissen das ja die meisten, aber genau, vielleicht stelle ich noch mal ganz kurz das Autorenteam vor, das hinter dem Buch steht. Das Autorenteam, also neben mir selbst, ist eben meine liebe Kollegin Veronika, die wäre heute auch dabei, aber sie spielt momentan die europäische oder wird gleich spielen die erste Runde der europäischen Mannschaftsmeisterschaft, wo sie ja aktuell im österreichischen Nationalteam ist. Und natürlich ganz wichtig, auch mein Freund Roman Krulich, unser Stiftungsgründer und großer Sponsor, der mit einer der größten Schachförderer Deutschlands ist, der dieses Projekt eben überhaupt auch ermöglicht hat. Weil nach ziemlich unerfreulichen Erfahrungen mit unterschiedlichen Verlagen haben wir uns eben entschlossen, das Buch dann im Selbstverlag mit Kindle Direct Publishing beziehungsweise eben auch mit Amazon als dynamisches E-Book herauszubringen. Aber wie kam es überhaupt zu diesem ganzen Konzept? Was ist überhaupt der Königsplan und was hat es damit auf sich? Dazu lohnt noch mal ein ganz kurzer Blick in die ursprüngliche Idee des Schachspiels. Wahrscheinlich wissen es ja eh die meisten, dass das Schach vor 1500 Jahren eben im Norden Indiens entstanden ist, erfunden wurde. Und eben für unsere Zwecke interessant ist eben, dass es ursprünglich keineswegs ein Spiel war, sondern dass es eben ein lebendiges Abbild der Schlacht war. Es war damals eine sehr kriegerische Zeit. Die Inder wurden von den Hunnen attackiert, die in ihr Reich eingedrungen sind und haben die indischen Könige, Herrscher, haben auch gerne selber Kriege angefangen, um ihr Territorium zu erweitern. Also die Kunst, die Schlachten zu schlagen, war absolut lebens- und überlebenswichtig. Und in dieser Zeit war es eben von essentieller Bedeutung, diese Schlachten, diese Kriege bestmöglich vorzubereiten. Und heute wissen wir, dass eben das Schach nichts anderes ist als ein Abbild des damaligen indischen Kriegsgeschehens. Wenn wir die Schachfiguren aufbauen, wie wir es nach 1500 Jahren noch machen, sehen wir nichts anderes vor uns als die typische Anordnung des indischen Heeres. Und das Geniale, was eben dem oder den Erfindern gelungen ist, dass sie, damit es eben funktioniert als Modell, dass sie die tatsächlichen Fähigkeiten der einzelnen Truppenteile mit ganz einfachen Regeln eben in diese Figuren hineingezaubert haben. Ist eine beachtliche Aufgabe, wenn wir heute die Aufgabe bekommen würden von einem modernen Unternehmen, da sollen wir ein Spiel draus machen, aber ohne Computeranimation, ohne Technik. Aber jeder, der das Spiel spielt, sollte sich genau vorstellen können, wie die dynamischen Abläufe im Unternehmen sind, die Fähigkeiten der einzelnen Abteilungen, die Interaktion mit der Konkurrenz, also und genau das ist eben dem oder den Erfindern des Schachs gelungen. Und natürlich im Prinzip geht es im Schach immer um Planen und Entscheiden. Und wir haben jetzt hier im Schach haben wir so ein perfektes Modell für Planen und Entscheiden in einem sehr dynamischen Umfeld. Und das hat sich eben über 1500 Jahre immer weiterentwickelt. Das hat also so eine Art natürliche Auslese stattgefunden. Weiter vermittelt wurden immer die Strategien der besten Spieler der jeweiligen Epoche, die nächste Epoche hat davon gelernt. Wir können uns also vorstellen, dass wir jetzt nach 1500 Jahren sozusagen die Crème de la Crème der besten Planungs- und Entscheidungsstrategien aus 1500 Jahren vor uns haben. Und das erklärt vielleicht, warum ich schon vor mehr als 20 Jahren diesen Traum hatte, nämlich meine Idee, mein Traum war, diese Strategien herauszufiltern. Ich meine, das ist natürlich im Schach sind viele sehr spezifische Sachen, aber jetzt wird weder im Schulkind noch im Topmanager viel helfen, die neueste Finesse in der Knight of Fiante im 20. Zug oder im Königsinder. Aber es gibt einige grundlegende Strukturen, Ansätze, um Probleme zu lösen, um Entscheidungen zu treffen, die oder von denen ich etwas überzeugt war damals, die für die allgemeine Welt sehr spannend sind. Und die wollte ich möglichst vielen Menschen zugänglich machen, auch wenn die eben jetzt nicht Zeit haben oder Lust haben, sich intensiv mit Schach an sich auseinanderzusetzen. Und das war eben dann die Geburtsstunde, die gedankliche Geburtsstunde dieses Strategiemodells, des Königsplans, das ich dann eben im Laufe der Zeit weiterentwickelt habe. Vielleicht auch noch mal kurz
wie ich dazu gekommen bin, abgesehen von diesem Traum in dieser Zeit, wie ich damit angefangen habe, hatte ich eine Ausbildung im neurolinguistischen Programmieren und bin ja auch Master dann im neurolinguistischen Programmieren geworden und habe ziemlich intensiv im Coaching-Bereich eben gearbeitet, auch in dieser Zeit. Und im NLP ist eben überhaupt ein Grundgedanke, dass man in verschiedenen Bereichen analysiert, was machen Spitzenkönner, wie machen sie das und vor allem, was kann man daraus ziehen und dem an andere Menschen vermitteln. Und das habe ich ihm letztlich mit dem Schach versucht. Hatte natürlich tatkräftige Unterstützung. Zum einen von meiner lieben Kollegin Diana, wo ich mich besonders freue, dass sie zugeschaltet ist aus Singapur. Und dann eben auch, weil ich habe zwar selber auch, es sollte ja auch gerade fürs, nicht nur fürs Leben allgemein, sondern auch fürs Business, fürs Management einiges bieten, das Buch. Und da ein handfestes, praxisnahes Modell bieten. Und ich habe zwar eben auch praktische unternehmerische Erfahrung, nachdem ich so drei Unternehmen mitgegründet habe. Aber mir fehlte so ein bisschen die ökonomische Basis und da konnte ich eben den Professor Robert von Weizsäcker als Mitstreiter gewinnen, der ja einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre in München hat und war phasenweise auch Präsident des Deutschen Schachbundes und ist ein Fernschachgroßmeister, also hat auch große Schachkompetenz. Also das hat wunderbar zusammengepasst. Hier diese sieben Stufen auf der rechten Seite, also das werden wir nachher im Kontext unseres Königsplans für Kinder noch mal näher darauf eingehen, was damit gedacht ist, für alle, die es interessiert. Es gibt auch eine Homepage zum Königsplan, also da kann man alle möglichen Details dazu finden. Das ist eben der Bereich, der sich an Erwachsene und vor allem eben an Führungskräfte richtet. Naja, und jetzt war der nächste Schritt, der gedankliche. Also das Modell hat sich ganz gut entwickelt. Ich habe ja dann angefangen, das zu teilnehmen, auch gemeinsam bei Seminaren, gemeinsam mit Diana, in Form von Seminaren und Vorträgen für Unternehmen und die Regierung zu vermitteln. Zum Beispiel hatte ich erst vor kurzem wieder einen Seminartag für den obersten Verwaltungslehrer der Bayerischen Staatskanzlei oder wir haben Vorträge für verschiedenste große Unternehmen und da vermittle ich eben diese Grundideen, sei es eben als Impuls, im Keynote-Vortrag oder im Seminar, wo dann wirklich diese ganzen praktischen Werkzeuge vermittelt werden. Übrigens hatten wir auch ein paar Mal so für eine Fortbildung von Schulleitern, hatten wir das auch ein paar Mal gemacht, also passend zum Schulschachkongress. Parallel hat sich aber eben unsere Schachakademie entwickelt, die wir ja vor ungefähr 17 Jahren gegründet hatten, eben auch gemeinsam mit Diana, mit Gerald Hertneck und eben Roman Krulich. Und dann etwas später unsere Münchner Schachstiftung. Und wie Walter schon angesprochen hat, also das ist mittlerweile sogar mit so der größte Teil unserer Projekte, die wir gemeinsam machen mit Schachakademie und Schachstiftung. Und da war eben der Gedanke, genau eben benachteiligte Kinder zu fördern, also vor allem Kinder in Grundschulen, in sozialen Brennpunkten. Das ist eben so der absolute Schwerpunkt. Hier kann man nochmal die Zahlen sehen. Also wir schaffen es jetzt jährlich bis zu 1350 Grundschulkinder. Ich glaube, es sind sogar inzwischen jetzt mehr Schulen in unseren Förderprojekten zu unterstützen. Und hier ist natürlich genau die spannende Frage, mit welcher Didaktik macht man das eigentlich am besten? Und ich zeige für noch mal kurz, genau. Wir haben auch andere Zielgruppen, also wie von Walter auch schon angesprochen, eben Menschen mit körperlichen Einschränkungen, dann kranke Kinder und Jugendliche am Spracherbener Klinikum, ein kleineres Projekt für Autismusbetroffene, also sozial bedürftige Seniorinnen und eben auch unbegleitete junge Geflüchtete. Aber tatsächlich, der Schwerpunkt, um es nochmal zu zeigen, sind Grundschulkinder in sozialen Brennpunkten. Und genau hier haben wir noch eine überzeugende Didaktik gesucht und hatten dann die Idee, die Grundideen aus dem Königsplan auch auf die Kinder zu übertragen. Mit der Idee eben da einen Schritt über nur Schach hinauszugehen und wir wissen ja alle aus unzähligen Studien, dass Schulkinder von Schach sehr profitieren in verschiedenen Bereichen. Aber unsere Idee mit dem Königsplan für Kinder war eben, ihnen ganz konkret Methoden an die Hand zu geben, die sie dann auch wirklich in ihrem schulischen Alltag umsetzen können und die sie anwenden können, wenn sie die nächste Textaufgabe in Mathe lösen müssen oder wenn sie Stress im Schulhof haben. Der Perspektivwechsel, der im Schach eine große Rolle spielt, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, warum tickt er so, warum macht er das und wie kann ich mich am besten darauf einstellen. Ja, und das war der Ausgangspunkt, eben zusammen mit Diana eben daran zu arbeiten, wie können wir
aus dem Königsplan für Erwachsene einen Königsplan für Kinder machen. Und das war eben der Ausgangspunkt. Und diese Didaktik, die wir jetzt eben in Buchform das erste Mal vorgelegt haben, haben wir im Prinzip schon seit mehr als 10 Jahren eingesetzt. Ansonsten vermitteln wir sie eben an unsere Trainer, unsere Trainerinnen. Im Schnitt sind für uns ungefähr so 15 Trainer, Trainerinnen tätig. Also der größere Teil sind eben so freiberuflich. Ein Teil ist auch angestellt bei unserer Schachakademie. Und denen vermitteln wir eben schon seit vielen Jahren unsere Trainingsmethodik in unseren sogenannten Trainertrainings. Allerdings, was immer gefehlt hatte, war eben tatsächlich ein kompaktes Kompendium, um das den Trainern mit an die Hand zu geben. Und vor allem eben, bisher sind wir als Münchner Schachstiftung und Akademie ja mit Ausnahme einer kleineren Online-Akademie nur regional tätig gewesen. Aber das wird es hoffentlich jetzt ermöglichen, eben diese Methoden weiter zu verbreiten, weil mit Hilfe dieses Buchs, das ist der erste Teil wohlgemerkt, der zweite Teil ist in Vorbereitung. Mit Hilfe dieses Buchs kann grundsätzlich jeder jetzt diese Methodik einsetzen, der sich ein bisschen einarbeitet und sich damit beschäftigt. Und ganz allgemein gesagt, ist diese Methodik hat zwei hauptsächliche Phasen. Und zwar die erste Phase ist überhaupt erstmal Begeisterung zu wecken. Ist ja auch naheliegend, also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Nur wenn es Spaß macht, mit Erfolgserlebnissen verbunden ist, dann lernt man auch gut. Und deswegen sind am Anfang eben sehr viele dynamische Spiele dabei, Methoden, die eben über das Dasitzen und Lernen eben hinausgehen. Und dann in der zweiten Phase, wenn die Begeisterung da ist und wenn die grundlegenden Schachregeln bekannt sind, dann kann man dazu übergehen, tatsächlich diese Denkmethodik einzuführen, die dann immer wieder anhand von Schachbeispielen wiederholt wird. Und das eben soll zur dritten Phase dann hinführen, nämlich dass die Kinder ganz automatisch auch lernen, das zu übertragen auf andere Bereiche und dann entsprechend eben bei schulischen Aufgaben oder auch im Privatleben eben im Grunde immer, wenn es um Planen und Entscheiden geht, das entsprechend einzusetzen. Aber um zu zeigen, also gut, hier ist erstmal nochmal ein kleiner Blick ins Buch. Da haben wir uns ja Mühe gegeben mit einem tollen Layout der Designer-Team eben, das eben auch sehr anschaulich und nett zu machen. Zwar ist das Buch in erster Linie eigentlich an Trainer, Lehrer und Eltern gerichtet, die damit arbeiten können. Aber der Sprachduktus ist eben so, dass man das direkt für die Ansprache von Kindern, also zumindest Grundschulkindern, gut übertragen kann. Und natürlich könnten die Kinder auch grundsätzlich selber durchaus mit dem Buch arbeiten, wenn sie schon ein bisschen größer sind und entsprechend auch lesen können. Und vielleicht stellvertretend von so dynamischen Elementen, die wir haben. Genau, das eine sind die Königsplan-Spiele. Natürlich, diese Schachmatte ist ja in vielen Bereichen schon bekannt. Also, das ist jetzt nichts grundlegend Neues. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass eben, wenn man auf diese Art, wenn man die Werte der Schachfiguren zusammenzählt, dass es immer eine lustige Art ist, einfache Matheprinzipien auch zu vermitteln. Oder auf der rechten Seite eines der Spiele, die auch im Buch enthalten sind, das Schach-Boccia, wo man mit einer Kugel dann versucht, entsprechend die Schachfiguren abzuschießen. Das hat natürlich jetzt keinen schachlichen Sinn. Aber es dient dazu, einfach am Anfang etwas Spaß zu machen, Bewegungselemente einzuführen und die Kinder dann auch zwischendurch immer wieder ein bisschen fit zu machen. Und das wichtigste Element, das wir entwickelt haben, um für diese Fitness zu sorgen, weil das passt eben auch zum Königsplan-Grundmodell. Dieses Königsplan-Modell, wie vorher kurz gezeigt, streckt sich über 7 Stufen. Und die erste Stufe heißt in Bestform beginnen. Und da geht es darum, dass man sich vor jeder Herausforderung nicht nur im Schach, sondern in vielen anderen Bereichen auch die Zeit nimmt, darauf zu achten, ja, wie geht es mir eigentlich? In was für einem Zustand bin ich? Also wenn ich merke, ich bin in super Form, dann muss ich natürlich gar nichts machen, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen und loslegen. Aber sollte ich herausfinden, dass ich nicht so gut drauf bin, dass ich vielleicht nervös bin, dass ich Angst habe, dass ich abgespannt bin, dann ist die Frage, was kann ich für mich tun, um mich schon vor der Herausforderung und natürlich während der Herausforderung in einen guten Zustand zu bringen? Und da haben wir eben unser Schach-Yoga entwickelt, was übrigens mittlerweile sogar Eingang gefunden hat in die Yoga-Wikipedia. Und da ist der Zusammenhang zwischen Schach und Yoga, dass es tatsächlich eine effektive Yoga-Sequenz ist. Aber gleichzeitig werden die Schachfiguren gespielt. Also zum Beispiel beginnt es damit, sich groß zu machen wie ein König oder schräg wie ein Läuferzug oder krumm wie der Springer, gerade wie der Turm.
Für alle, die es interessiert, das werde ich nachher nochmal zeigen, was auch mit dem Buch kombiniert ist, dem neuen, also sowohl mit dem E-Book per ChessBase, das ist direkt eingebunden und in der Printausgabe kann man per QR-Code eben auf dieses auf diesen Bereich springen, wo nämlich so ganz lustig und zumindest liebevoll gemachte Filme dazu zu finden sind. Also da ist ein Film zum Schachyoga und es sind mehrere Filme zur Gangart der Figuren, aber so gemacht, dass den Kindern das eben Spaß macht. Die kann man im Unterricht vorführen. Einer unserer Trainer führt am Anfang auch immer diesen Schach-Yoga-Film vor. Also hier sieht man es in Aktion bei einer unserer Mini-Schach-Olympiaden. Das war auch eins von Dianas Herzensprojekten. Das war die zweite Mini-Schach-Olympiade. Bei der dritten waren es sogar schon 300 Kinder, die mitgemacht haben. Da sieht man die Kinder gerade, wie sie den Läufer darstellen. Und das Schöne daran ist, das entspricht eben ein bisschen dieser Idee von der ersten Stufe in Bestform beginnen. Also gerade wenn die Kinder müde sind, ein bisschen abgespannt, das ist am Anfang eine sehr gute Methode, sie fit zu machen und macht eben Spaß, hat auch ein mentales Element, das Selbstvertrauen stärkt, weil das ist eine der wichtigsten Vorgaben an unsere Trainer, die wir mitgeben in unseren Trainertrainings und unserer Supervision. Das Allerwichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben und vor allem, dass sie Selbstvertrauen entwickeln, dass wir ihnen glauben, dass wir ihnen zeigen, dass wir an sie glauben und damit den Glauben an sich selbst geben. Das ist eben ganz entscheidend. Und da ist ja auch so ein kleines Element drin in diesem Schach-Yoga, das eben das Selbstvertrauen der Kinder stärkt. Naja, das ist eben erstmal ein stellvertretendes Beispiel für diese dynamischen Elemente, die wir hier eingebaut haben, vor allem in der Anfangsphase, um überhaupt erstmal Begeisterung zu wecken. Ganz wichtig ist natürlich auch über die Geschichte des Schachs zu erzählen, von der allgemeinen Schachdidaktik her, das ist zwar nicht neu, aber trotzdem, ja, wie wir wissen, extrem wichtig, dass mit einzelnen Figuren angefangen wird. Ich zeige jetzt so ein paar Beispiele dazu. Also wir fangen eben an, naheliegenderweise, wie es jetzt in den meisten Schachdidaktiksystemen ja jetzt wohl auch gemacht wird, nur mit den Königen. Also wir zeigen die Gangart der Könige, wir verknüpfen das aber gleich mit Geschichten über den historischen Hintergrund, um da stärkere Assoziationen zu wecken und da auch positive Emotionen zu erzeugen. Also wir erzählen natürlich gerne zu Anfang die berühmte Weizenkornlegende über die Könige und erklären am Anfang eben auch, dass tatsächlich ja die Gangart der Figuren das widerspiegelt, was die Truppenteile wirklich gekonnt haben. Also in dem Fall eben zu erzählen, dass die Könige damals immer der Kriegerkaste angehört haben und wirklich ihre Truppen in den Kampf geführt haben. Also das ist ganz realistisch. Und jetzt war eben die Frage für den Erfinder, für die Erfinder des Schachs, wie sollen sie den König, seine Fähigkeiten darstellen? Und wir machen das mit den Kindern, ziehen wir das so auf, dass wir den Kindern sagen, naja, der König, der war damals der Alleroberste und Mächtigste. Was glaubt er, was war ihm alles erlaubt? Dann kommen die Kinder natürlich ziemlich schnell drauf, dass ihm alles erlaubt war. Jetzt ist die Frage, wie kann man das als Schachfigur darstellen? Und dann platziert man eben so einen König in der Mitte des Bretts und zeigt, dem König ist alles erlaubt. Das bedeutet eben, er kann sich in alle Richtungen bewegen, in die er will. Und dann kann man den Kindern natürlich dann diese Felder selber mit bunten Plättchen dann hinlegen lassen, damit sie das auch haptisch darstellen können. Und dann kann man zum Beispiel auch schon nur mit den Königen, das werde ich jetzt an dem und im folgenden Beispiel auch noch zeigen, das ist eben ganz wichtig in unserem Konzept, eben nicht nur die Regeln zu zeigen, sondern das gleich mit einem Sinnzusammenhang, mit ersten kleinen strategischen Überlegungen sozusagen zu verbinden. In dem Fall stellen wir dann so einen König in die Mitte des Bretts und fragen eben, wie viele Felder hat er zur Verfügung, 8 Felder. Dann stellen wir einen König in die Ecke des Bretts und schauen, wie viel müssen die Kinder rausfinden, wie viele Felder hat er hier, nur 3. Und jetzt kann man schon erklären, also das erste Hinweis auf das kommende Schachmatt, dass ja das Ziel des Spiels ist, am Schluss den König einzufangen, ihn zu erobern. Dann kann man schon fragen, na, was glaubt ihr, ist es leichter, ihn zu erobern, wenn er in der Mitte des Bretts steht, oder ist er leichter, ihn einzufangen, wenn er in der Ecke steht? Das kann man auch körpersprachlich vormachen, wenn man selber den König darstellt. Und dann kommen die Kinder natürlich schnell drauf, dass man den König leichter einfängt, wenn er in der Ecke steht. Und das ist natürlich naheliegenderweise später bei vielen Mattsetzungen im Endspiel mit Dame und König gegen König oder Turm und König gegen König schon eine ganz wichtige Erkenntnis. Dann ist eins der Spieler, was wir als nächstes einsetzen, das nennen wir so Wettlauf der Könige. Auf den ersten Blick ein sehr naives Spiel, nämlich
Wer es zuerst auf die unterste Reihe des anderen schafft, hat gewonnen. Und dann können die Kinder erstmal raten, wer wird gewinnen. Und vor allem, wenn man es selber darstellt, ist das lustig. Ich habe das sehr, sehr oft bei so, ja, soll man sagen, so Schachinfo-Veranstaltungen mit Diana gemacht, teilweise mit bis zu 500 Kindern von der ganzen Schule. Da haben wir dann selber die Figuren gespielt. Hier ist ein Bild mit einer unserer Trainerinnen, wo wir dann selber die Könige darstellen. Und in dem Fall können wir es selber darstellen und uns entsprechend räumlich aufstellen. Das ist eben auch eine der Sachen, die wir nennen das unser Schachtheater, eben so entwickelt haben, dass die Figuren selber dargestellt und gespielt werden. Das ist auch durchaus ein wichtiges Element und macht den Kindern viel Spaß. Und eigentlich die einzige wichtige Erkenntnis dabei war, dass es eben auch funktioniert, wenn man kein Schachbrett am Boden hat, sondern einfach man stellt die räumlichen Bezüge dar, wie also die Figuren zueinander stehen, und parallel wird das aber an einem Demobrett eben gespiegelt und dargestellt im schachlichen Bereich. Und eben bei diesem Spiel, in dem Fall hatte ich das eben früher immer mit Diana zu zweit gemacht, durften die Kinder raten. Ich habe immer vorher mein weißes Hemd angezogen, damit ich den weißen König spielen durfte. Diana war eher dunkel gekleidet, und dann war die Frage an die Kinder: Was glaubt ihr, wenn wir diesen Wettlauf machen? Also die Seite hat gewonnen, die schafft das erstes auf der unteren Seite vom anderen zu sein, wer gewinnt. Und natürlich haben sie auf Diana getippt, weil viel fitter und viel sympathischer. Aber tatsächlich, überraschenderweise, wenn der Weiße anfängt, gewinnt auch der Weiße. Das war natürlich Pech für Schwarz, beziehungsweise in dem Fall Diana. Und dann ging es aber eine Stufe weiter, denn dann war die Frage: Okay, wollen wir das nochmal machen? Und vor allem spielen wir mal um Einsatz. Wenn ich gewinne, dann kriege ich ein Abendessen. Oder wenn du gewinnst, kriegst du ein Abendessen von mir spendiert. Und jetzt natürlich braucht der schwarze König, beziehungsweise in dem Fall Diana oder wer immer es darstellt, Hilfe von den schlauen Kindern. Und die Frage ist an die Kinder: Naja, zwar kann der Schwarze bei dem Spiel offenbar nicht gewinnen, weil der Weiße anfängt, aber vielleicht gibt es einen genialen Trick, dass er zumindest nicht verliert. Und dann kann man gleich einführen, den Umstand, dass im Schach nicht nur gewinnen und verlieren, sondern Remis gibt, unentschieden, und erklären, dass unentschieden natürlich oft sehr wertvoll sein kann, wenn die Kinder dann später um die deutsche Meisterschaft spielen, um die Weltmeisterschaft, dann kann so ein halber Punkt den Unterschied machen. Und dann stellt man das im Idealfall eben körpersprachlich dar, wie vorhin gezeigt. Also in dem Fall wird eben die zwei Könige so aufeinander zumarschieren, bis sie in dieser Konstellation ungefähr stehen. Und dann ist die Frage an die Kinder: Und wie kann der Schwarz jetzt den Weißen daran hindern, dass er es schafft, bis auf die untere Reihe vorzudringen? Naja, und dann kommen die schlauen Kinder normalerweise ziemlich schnell auf die Idee, dass der verteidigende König in Opposition geht. Und wir zeigen das eben dann so mit roten Plättchen. Wir sagen, die Ampel schaltet auf Rot, und dass gegenseitig diese Könige sich jeweils drei Felder eben wegnehmen. Und die Opposition natürlich, wie alle wissen, ist natürlich dann im Endspiel ein ganz wichtiges Element, also gerade für Bauernendspieler und auch für manche andere total wichtig, auch von Mattsetzungen. Und hier haben die Kinder schon nur mit den Königen, haben sie schon diesen Begriff der Opposition gelernt. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Das ist ein Spiel, das ich dann auch gerne zeige oder eine Übung bei Seminaren, zumindest wenn Zeit ist, auch für eine kleine Schacheinführung und selbst für absolute Top-Leute. Also wir arbeiten ja da wirklich mit sehr hochkarätigen Managern, wenn wir unsere Seminare machen, oder beziehungsweise Top-Regierungsbeamten. Aber es ist für Nicht-Schachspieler, die vorher noch keine Berührung mit Schach hatten, es ist keine leichte Aufgabe. Und hier kann man eben schon in allereinfachster Form, und das begeistert mich total, eben nur mit den Königen, schon grundlegende strategische Elemente einführen. Also hier ist wieder die Aufgabe: Weiß will gewinnen und auf die unterste Reihe des Gegners vordringen, und der Schwarze will das verhindern. Und jetzt, das ist eben auch eine Methode, die wir einsetzen, unser Schachquiz. In dem Fall das Schachquiz, wenn jetzt eben, gibt es eben drei Möglichkeiten. Man hätte eben diese drei Felder verweist, dann kann man so Karten auf dem Boden auslegen. Und die Kinder können auf die Antworten laufen, die sie für richtig halten. Das ist auch so ein dynamisches Element. Ist die richtige Antwort und Weiß gewinnen will und auf die untere Reihe vordringen will, das Feld A5, B5 oder ist es C5? Und eben um das richtig zu lösen, was für uns erfahrene Schachspieler selbstverständlich ist, aber für Leute, die noch nicht Schach spielen, die müssen jetzt schon ganz grundlegende Denkmethoden einsetzen. Man muss ja dafür vorausdenken, also man muss sich vorstellen, wie sieht das Zukunftsszenario aus. Man muss diesen Perspektivwechsel vollziehen, das ist auch ein ganz wichtiges Element bei uns, eben zu lernen, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, was ist die beste Antwort für den anderen, eben die beste Antwort für den anderen vorherzusehen.
Und genau, also dann können die Kinder eben so abstimmen, was ist jetzt die richtige, was könnte die richtige Lösung sein und eben da auch das Selbstvertrauen zu stärken und wichtig auch Kinder abzuholen, die eben vielleicht daneben liegen. Ich hatte einmal tatsächlich bei einer Schulveranstaltung, es waren so an die 50 Kinder und 49 Kinder haben den richtigen Zug gefunden und ein Junge hat den falschen gehabt und war dann total traurig und dann habe ich kurz überlegt, was ich machen kann. Da bin gelobt, habe gesagt, super, Mut zur eigenen Meinung, das ist total wertvoll. Auch wenn es in dem Fall jetzt natürlich nicht ganz die richtige Lösung war. Naja, und dann kann man jetzt eben das eben durchgehen und schauen, warum eben die Felder B5 und C5 nicht funktionieren, weil eben der schwarze König jeweils wieder in die Opposition geht. Und dann, wenn man den richtigen Zug ausführt, also den König hier nach A5 und schwarz aber das Vordringen des Königs nochmal verhindert mit König nach B7, dann kann man genau nochmal die Frage stellen, was kann Weiß jetzt machen? Und dann ist eben das Entscheidende, die Kinder auf die Idee zu bringen, dass der weiße König jetzt eben die Opposition einnimmt, die wir vorhin schon besprochen hatten, und damit wieder ein ganz neues, wichtiges Element einführt, nämlich den Zugzwang, der natürlich in vielen Endspielen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das wird ausführlich erklärt, dass uns diese, nur mit den Königsspielen kann man locker seine erste Trainingseinheit füllen. Die Kinder haben aber dann nur durch die Beschäftigung mit den Königen, haben sie bereits eben Elemente, wie dass man den König in die Ecke leichter matt setzen kann. Sie haben eben Opposition kennengelernt und sie haben Zugzwang kennengelernt. Sie haben den Perspektivwechsel mitgekriegt, dass man sich eben, um den besten Zug zu finden, muss man ja die beste Antwort des Gegners vorhersehen und wie man darauf reagiert. Und auch dieses Denken in Varianten nicht zuletzt, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt. Und es darum geht, eben dann diese Zukunftsszenarien miteinander zu vergleichen. Das eben sind alles Elemente, die in komplexerer Form dann in diesem Königsplanmodell für Erwachsene drin stecken. Übrigens noch kurz ein didaktisches Element, was ich ganz schön finde anzusprechen, wenn man dieses Zepter hier sieht. Das setzen wir auch im Unterricht gerne ein, denn wenn ein Kind eben eine Aufgabe lösen will und die richtige Antwort nicht gleich findet, dann heißt es, wenn es nicht setzen sechs, sondern dann bekommst du das Zepter, dann wird es zum König und kann sich dann ein anderes Kind aus der Klasse holen und dann versuchen sie eben gemeinsam diese Aufgabe zu lösen. Das stärkt auch den Zusammenhalt. Wenn die zwei es nicht schaffen, können sie noch mehr holen und versuchen eben dann mit Unterstützung von Klassen und Kollegen, Klassenkameraden diese Aufgabe zu lösen und stärkt eben das Selbstvertrauen und die Stimmung in der Klasse. Einziges Risiko ist, dass am Schluss alle Kinder Unternehmensberater werden wollen, aber gut, es gibt ja schlimmere Berufe. Ja, dann eben einen Schritt weiter führen wir dann als nächstes den Turm ein, und das braucht es jetzt hier nicht so ausführlich, aber nur um zu zeigen, wie am Schluss das Element, das man vorher gelernt hat, die Opposition hier eingesetzt wird. Dann würden wir ganz am Schluss, wenn wir eben erklärt haben, übrigens kann man eben auch diese Elemente im Schachgebote und wie man darauf reagiert, sehr schön eben mit den Kindern spielen oder sie selber so eben schauspielerisch darstellen lassen. Wenn zum Beispiel eben ein Kind spielt dann den Turm, ein anderes Kind spielt den König der anderen Seite. Und wenn der Turm den König angreift, was kann er eben machen? Und das Erste ist, wie kannst du dich jetzt retten an das Kind fragen und das Flüchten, Wegrennen, das Einfachste. Dann holt man ein anderes Kind dazu, also einen starken Freund. Ein starker Freund könnte sich schützend dazwischen stellen, das kann man auch schön darstellen. Oder die dritte Möglichkeit eben, man hat einen noch stärkeren Freund, der den Angreifer rausschlägt. Eben kein Angreifer, kein Problem. Auch das kann man darstellen. Nur aufpassen, dass es nicht zu brutal wird, das Rausschlagen. Und dann kann man eben das genau zum Matt überleiten, also zur Erklärung des Matts. Das ist nämlich eine sehr klare Definition von Matt. Wenn die Kinder fragen, was passiert, wenn der König angegriffen ist und keine der drei Verteidigungsmöglichkeiten funktioniert mehr. Also man kann nicht mehr weglaufen, nichts dazwischen ziehen und nicht den Angreifer nicht rausschlagen. Das ist Schachmatt. Und genau, und dann kann man eben eine Konstellation aufstellen mit dem Turm auf der Grundreihe, der den König angreift, und dann die Kinder fragen, wo müsstet ihr jetzt euren König hinstellen, damit es optimale Teamwork gibt, Zusammenarbeit zwischen eurem Turm, weißen Turm und König und der schwarze Schachmatt ist. Und wenn sie dann eben die Opposition von vorhin gut integriert haben, dann passt das optimal, weil dann setzen Sie das Prinzip ein, dass der eine König den anderen drei Felder wegnimmt und wissen, der König muss auf E6 stehen. Und eben dieses Mattbild können Sie sich dann gut einprägen und dann später eben dann bei den konkreten Mattsetzungen umsetzen.
Naja, eben auf die Art werden alle Figuren nach und nach eingeführt und eben ganz wichtig, und das ist auch in unserem Buch entsprechend dargestellt, eben jede einzelne Figur mit kleinen Übungen und Spielen kombiniert, um eben diesen Sinnzusammenhang zu schaffen. Eben, wir sagen immer, dass eben jede Figur zum Freund werden muss, man jede Figur einzeln kennenlernt, bevor man dann sinnvoll mit dem ganzen Orchester spielen kann. Wir führen dann im Gegensatz zum Beispiel zur Didaktik in der holländischen Stappenmethode eben das Matt sehr früh ein, weil wir das eben als ganz essentiellen Teil sehen, aber in ganz simpler Form. Ich habe zum Beispiel auch einen ganzen Set von Aufgaben entwickelt, wo man nur die Gangart von Türmen und Königen kennen muss, um diese Aufgaben zu lösen, die aber teilweise schon durchaus ganz anspruchsvoll sind. Ja, und wenn eben diese Phase geschafft ist, also wie lange das dauert, das jetzt je nach auch Zeitdauer, die man pro Unterrichtseinheit hat und so natürlich recht unterschiedlich. Aber jedenfalls, wenn alle Regeln gut integriert sind, dann kann man eben zur zweiten Phase übergehen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das wir haben. Das nennen wir unser Konzentrationsspiel. Zeige ich in dem Fall unserer Schachakademie hier in Aktion. Und bei unserem Konzentrationsspiel geht es eben darum, dass eine Stellung aufgebaut wird, die eben zum, eine Beispielstellung, die dann natürlich auch zum Level der Kinder passt, also eine Aufgabe, die sie grundsätzlich lösen können mit dem Wissen und den Fähigkeiten, die sie schon haben. Und dann haben die Kinder eben 3 Minuten Zeit, oder ich gebe meistens 2 Minuten, die anderen immer großzügiger mit 3 Minuten, sich die Stellung gut einzuprägen. Und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, wird eben, wie man hier im Hintergrund sieht, wird das Schachbrett abgedeckt. Und dann ist die allererste Aufgabe, dass die Kinder die Stellung rekonstruieren. Und das ist tatsächlich noch viel mehr als eine reine Gedächtnisübung, weil bei komplexeren Stellungen lernen sie auch schnell zu fokussieren, was sind die wirklich wichtigen Elemente, worum geht es in dieser Stellung. Und das ist eben auch aus Königsplansicht ein ganz wichtiger Punkt. Und dann so ein Beispiel, so ein einfaches Kombinationsbeispiel, kann man das eben sehr gut, diese grundlegende Königsplansystematik schon darstellen. Also die erste Stufe war ja in Bestform beginnen. Das heißt, also per Schach-Yoga zum Beispiel, was wir auch einführen, sind so ganz einfache Atemübungen, zum Beispiel die sogenannte Boxatmung, die sehr nützlich ist, wenn man nervös ist, wenn man Angst hat, um sich zu beruhigen, in einen ruhigen Zustand zu bringen. Sehr einfach und sehr effektiv, auch wertvoll, wenn die Kinder das schon im frühen Stadium lernen. Also erste Stufe erstmal in guten Zustand kommen, in guten Zustand beginnen und dann die zweite Stufe. Und auch das ist durchaus auch für erfahrene Schachspieler nicht selbstverständlich, statt sofort mit ähnlichen Ideen loszulegen, erstmal eine ruhige Bestandsaufnahme zu machen. Wohlgemerkt, wenn man dieses Beispiel zeigt, sollte man natürlich erstmal das Grundmotiv des Grundreihenmatts erst schon eingeführt haben. Also das ist immer so, dass wir erst das absolute Grundmotiv einführen und dann eben natürlich aufbauende Aufgaben machen. Das ist jetzt nicht originell, aber ist trotzdem ein ganz wichtiges Element. Ja, und die zweite Stufe, wie gesagt, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, bevor man anfängt, irgendwelche Ideen zu entwickeln, Varianten durchzudenken, erstmal durchschnaufen und dann eine Bestandsaufnahme zu machen. Das ist eben die zweite Stufe des Königsplans, heißt Ja zum Jetzt, klingt trivial, ist aber sehr wichtig, sich diese Routine anzugewöhnen. Zum Beispiel bei Textaufgaben in Mathe ist also mit die häufigste Fehlerquelle, dass die Kinder losrechnen, statt erstmal in aller Ruhe die Informationen zu sichten, die vor ihnen liegen. Also allein diese Routine zu lernen, hat schon einiges für sich. Und überhaupt erstmal Kombination aus 1 und 2. Gerade die Kinder in diesen Brennpunktschulen, die oft gewohnt sind, entweder wegzulaufen oder zuzuschlagen, wenn sie hier immer wieder lernen, erstmal ruhig durchschnaufen und genau hinschauen, was eigentlich los ist und dann das Gehirn einschalten sozusagen und dann hat es wirklich Power und Sinn, was man macht. Ja, und jetzt in dem Fall, also hier in dem sehr simplen Beispiel, gehen dann so die dritte und vierte Stufe des Königsplans ineinander über. Also wenn man diese Bestandsaufnahme gemacht hat, der gehört wohlgemerkt dazu, erstmal die Materialbilanz, weil es das Einfachste und Offensichtlichste ist. Und dann das Zweite, ganz Wichtiges, den Zustand der Königin. Diana hat das immer sehr plastisch dargestellt, ist ja auch sehr wichtig, so mit Metaphern zu arbeiten. Das gehört auch unbedingt zu unserem Konzept dazu, dann, wenn man sich vorstellt, Perspektivwechsel, wir versetzen uns in diese Könige hinein. Geht es ihnen gut? Sind sie gechillt? Sind sie entspannt? Können sie sich in den Liegestuhl legen oder einen Cocktail trinken, wie es Diana mal dargestellt hat? Oder sind sie nervös? Haben sie Angst? Und dann kann man drauf kommen, dass der schwarze König, also weiße König, ist gechillt, der alles okay hat, eben auch hier dieses Luftloch auf der rechten Seite, den Zug H3, wohingegen der schwarze König
auf den ersten Blick vielleicht okay ist, aber er könnte auch ein bisschen nervös sein, weil eben hier diese untere Reihe jetzt nur von der Dame, von der Königin geschützt wird. Und zum Beispiel eine Metapher, die ich ganz gern verwende, ist für dieses Grundreihenmatt überhaupt. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist sehr wichtig, mit solchen plastischen Metaphern zu arbeiten, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Man kann sich vorstellen, wie in manchen gruseligen Krimis vorkommt, dass jemand so Angst vor dem Einbrecher hat und seine Wohnungstür mit drei dicken Schlössern zugesperrt hat und einen Moment durchschnauft, weil er denkt, alles ist okay, aber plötzlich hört er ein komisches Geräusch und merkt, der Einbrecher ist schon in der Wohnung und jetzt ist keine Zeit mehr, die drei Schlösser aufzusperren. So kann man sich den schwarzen König hier vorstellen. Naja, und jetzt wird es darum gehen, auf der dritte Stufe, da geht's, heißt kreativer Kreislauf, da geht es darum, Ideen zu entwickeln, die nicht nur kreativ sind, sondern auch Hand und Fuß haben. Und auf der vierten Stufe, das, wir es nennen, vorwärtsgerichtete Denken in Varianten, da wird das eben dann weiterentwickelt. Was kann danach passieren? Was sind die nächsten Schritte? Und bei der fünften Stufe geht es um Ziele. Das heißt, was habe ich für ein Ziel? Und das ist nämlich ja sehr wichtig, weil wenn man jetzt die Sache mit vorwärtsgerichteten Denken, wie wir es nennen, also Stufe 4 in dem Fall, anpacken würde, dann gibt es erstmals, wir nennen es Kraftzüge, beziehungsweise eben als Kandidatenzüge bekannt. Weiß hätte also alle Züge, die etwas angreifen, schlagen, drohen. Ein Zug wäre dann Turm nach D8 zu ziehen und ein anderer Kraftzug eindeutig wäre mit der Dame den Turm zu schlagen. Aber auf den allerersten Blick machen beide wenig Sinn. Gibt man einen Schach mit dem Turm, schlägt die schwarze Dame raus und schlagen mit der Dame den schwarzen Turm, dann verlieren wir unsere Dame. Das ist das vorwärtsgerichtete Denken in simpelster Form auf der ersten Stufe sozusagen. Umgekehrt haben wir aber ein Zielbild. Wir kennen die Kinder zum Zeitpunkt kennen schon dieses Motiv, das Grundreihenmatt. Und das ist jetzt ein ganz powervolles Planungstool auf der sechsten Stufe des Königsplans, nämlich das vom Ziel ausgehende rückwärtsgerichtete Denken. Das heißt, wir haben ein Zielbild. Das wäre in dem Fall das Grundreihenmatt. Unser Turm steht auf der Grundreihe und fragen uns, was müsste davor passiert sein, damit das möglich wird? Beziehungsweise was hindert uns daran und was ist das letzte Zwischenziel, bevor wir es geschafft haben? Naja, und hier ist eindeutig die schwarze Dame, die uns daran hindert. Und jetzt kann man es so aufziehen, dass man auch die Funktionen der einzelnen Figuren bei dieser Bestandsaufnahme auf der zweiten Stufe nochmal genau sich ansieht und analysiert. Weil die schwarze Dame ist eben ein alleinerziehendes Elternteil, das Geld verdienen, auf die Kinder aufpassen muss, ist leider manchmal ein bisschen viel. Und in dem Fall hat sie eben diese zwei Aufgaben, den König und den Turm zu beschützen. Und das überfordert sie eben, das kann man ausnutzen, auch wenn es ein bisschen grausam ist. Aber auch andersrum kann man drauf kommen, wenn man eben das vorwärtsgerichtete Denken, also die Varianten, die wir hier gefunden haben, Dame schlägt Turm und Turm gibt Schach, kombinieren mit dem rückwärtsgerichteten Denken, wo wir ja wissen, wenn die schwarze Dame nicht mehr hier ist, dann haben wir es geschafft. Dann ist der Turm. Kann der Turm nach D8 ziehen und Schachmatt setzen. Und gerade diese Kombination von vorwärts- und rückwärtsgerichteten Denken, was übrigens bei besseren Schachspielern ganz automatisch immer wieder stattfindet, auch wenn es ihnen nicht so bewusst ist, weil wir denken ja immer, welche Möglichkeiten haben wir und was passiert dann auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir normalerweise auch irgendeine Art von Ziel, was wir anstreben, eine bestimmte strategische Konstellation, ein Mattbild, ein Kombinationsmotiv, was auch immer. Und aus dieser Kombination, aus diesem Vorwärts- und rückwärtsgerichteten, da entspringen eben oft die richtigen Lösungen. Und wie gesagt, das ist noch besonders effektiv, wenn es eben in Form dieses Konzentrationsspiels eingesetzt wird. Und das Konzentrationsspiel ist eben das erste Level, dass die Kinder es schaffen, dann die Stellung aus dem Kopf wieder zu rekonstruieren. Das nächste Level ist, dass sie dann im Kopf diese Bestandsaufnahme vornehmen, also dann sagen, wer steht denn besser, wer hat mehr Figuren, wie geht es den Königen so, gibt es sonst später, wenn sie noch besser sind, was weiß ich, wie ist die Figurenaktivität, Bauernstruktur und so weiter, da kann man dann viele Elemente einführen. Und dann tatsächlich, dass sie schaffen, die beste, also zunächst die möglichen Kraftzüge, Kandidatenzüge im Kopf zu finden und dann sogar die Lösung. Und es ist ganz erstaunlich, wie schnell die Kinder das schaffen. Und dieses Spiel ist eben sowohl für Konzentration und Gedächtnis und eben das Erkennen der wichtigen Strukturen ist eben total wertvoll. Und vor allem kann man es eben wirklich für, eigentlich für jeden schachlichen Inhalt verwenden. Also man kann am Anfang einer Trainingsstunde, am Anfang einer Trainingsstunde kann man eben genau angenommen, ich will ein neues Kombinationsmotiv einführen, das Kombinationsmotiv eben genau als Konzentrationsspiel am Anfang den Kindern geben. Und wenn sie das gelöst sind, dann sind gelöst haben, dann sind sie da schon voll drin in diesem Motiv. Und dann kann man eben also
also einfach so am Demobrett, also ohne Konzentrationsspiel, das noch weiter ausführen. Und auch hier ist es wichtig, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. Natürlich gibt es immer Kinder, denen es leichter fällt und welche, die ein bisschen langsamer sind. Aber zum Beispiel kann man den Kindern, die am Anfang noch nicht so stark sind, kann man zum Beispiel dann immer gewohnheitsmäßig fragen, wo stand der König? Dann wissen sie schon, sie müssen sich nur auf den König fokussieren und haben damit auch schon erste Erfolgserlebnisse bei diesem Spiel. Ja, und jetzt zeige ich noch eine Umsetzung. Diana kennt das sehr gut. Das haben wir sehr, sehr, sehr oft auch bei unseren Seminaren gezeigt. Das ist ein kleines Logikspiel, um hier nur ein Beispiel zu geben, wie der Transfer dann funktioniert in den nicht-schachlichen Bereich, wie diese Denksystematik dann hier eingesetzt wird, in ganz einfacher Form, gerade im Hinblick auf das Beispiel vorhin jetzt mit diesem vorwärts- und rückwärts gerichteten Denken. Ich vermute, viele von Ihnen kennen das. Das ist ein Logikspiel aus dem 12. Jahrhundert. Da geht es darum, also für alle, die es nicht kennen, die Aufgabe ist die, wir versetzen uns in dem Fall in die Perspektive des Fährmanns. Wir haben die Aufgabe, das Boot hier mit diesen, mit Hilfe des Boots, diese drei Wesen wohlbehalten auf die Insel da auf der rechten Seite rüberzubringen. Und das Problem ist, also das eine ist, es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, aufs Boot passt nur eins dieser Wesen und wir selber als Fährmann. Und das zweite Problem ist, solange wir dabei sind und aufpassen, passiert nichts. Aber in dem Moment, wenn wir nicht dabei sind und die unter sich sind, dann würde der Wolf sofort die arme Ziege fressen. Die Ziege wird sich über den Kohlkopf hermachen und die einzige Konstellation, wo es friedlich bleibt, ist mit Kohlkopf und Wolf, weil der Wolf ist strikter Antivegetarier und der Kohlkopf ist auch nicht aggressiv gestimmt. Also da bleibt es friedlich. Und das Ziel ist klar definiert. Wir wollen alle drei wohlbehalten auf der Insel drüben haben. Ja, und jetzt eben, warum dieses Beispiel an dieser Stelle? Weil das kann man erstmal ganz naiv. Ich bin sicher, alle würden es auch lösen ohne Königsplan-Systematik. Aber hier kann man eben schön zeigen, wie man ganz wie von selbst auf die richtige Lösung kommt. Also denken in Varianten, vorwärts gerichtet, vierte Stufe des Königsplans, würde bedeuten, wir gehen die Varianten durch und sehen dann schnell, per negativer Selektion, dass mal ein paar Varianten einfach nicht funktionieren. Also natürlich können wir nicht den Wolf rüberfahren, weil die Ziege den Kohlkopf an Land fressen würde und ebenso wenig den Kohlkopf, weil der Wolf die Ziege fressen würde. Also wir wissen sofort nach Ausschlussverfahren, im ersten Zug gewissermaßen müssen wir die Ziege rüberfahren. Naja gut, dann fahren wir wieder zurück und dann ist die Frage, wen schnappen wir jetzt, Wolf oder Kohlkopf oder ist es egal und wie machen wir weiter? Wenn wir zum Beispiel den Wolf auf die Insel rüberfahren und dann wollten nochmal zurückfahren, den Kohlkopf zu holen, wäre blöd, weil der Wolf die Ziege frisst. Jetzt würden wir angenommen gedanklich stecken bleiben. Wir haben also gewissermaßen ein paar Aufschlüsse gewonnen durch dieses vorwärtsgerichtete Denken in Varianten. Also vor allem, dass wir wissen, im ersten Zug müssen wir die Ziege rüberfahren, aber weiter sind wir noch nicht gekommen. Naja, jetzt setzen wir das rückwärtsgerichtete Denken ein. Bedeutet, wir fokussieren uns auf das Zielbild. Zielbild bedeutet ja in dem Fall, alle drei sind wohlbehalten auf der Insel. Und jetzt ist die Frage, und das ist die grundlegende Frage auf dieser sechsten Stufe immer wieder, was muss davor passiert sein? Was ist das letzte Zwischenziel, bevor wir es geschafft haben? Und noch konkreter, welches dieser drei Wesen muss alleine an Land gewesen sein, bevor wir es geschafft haben? Naja, und jetzt auch wieder nach negativer Selektion kann man herausfinden, dass die einzige Konstellation, wie es funktioniert, ist, dass als letztes Zwischenziel der Wolf und der Kohlkopf auf der Insel sein müssen und die Ziege an Land. Sonst wird es nicht funktionieren, weil sonst gibt es eben auf der Insel ein Massaker. Und jetzt haben wir auf den allerersten Blick einen Widerspruch, weil wir haben ja zuerst gesagt, beim vorwärtsgerichteten Denken, im ersten Zug müssen wir die Ziege auf die Insel rüberfahren. Wir sehen aber auf der anderen Seite, bevor wir es geschafft haben, vom Zielbild ausgehend, letztes Zwischenziel, die Ziege muss ein Land gewesen sein. Aber wenn wir diese beiden Ideen zusammenführen, so wie vorhin bei der Kombination, wo wir eben verknüpft haben, die Idee Dame schlägt Turm und Turm gibt Grundreinmatt, also zwei Ideen verknüpfen, in dem Fall die Idee oder den Aufschluss aus dem vorwärtsgerichteten Denken und den Aufschluss aus dem rückwärtsgerichteten Denken miteinander verbinden. Wie kann es sein, dass die Ziege zuerst auf der Insel ist und dann wieder am Land? Haben wir sofort die Lösung? Na, das kann nur so gehen, dass sie hin und her fährt. Und das ist natürlich die Lösung. Die Ziege fährt im ersten Schritt auf die Insel hinüber. Wir kommen zurück, holen meinetwegen den Wolf. Und jetzt kommt eben der einzige Trick bei der Sache. Wir laden die Ziege wieder ins Boot ein und fahren mit der Ziege wieder zurück. Schnappen uns an Land wieder den Kohlkopf, fahren rüber, letztes Zwischenziel, Ziege an Land und holen dann erst die Ziege rüber. Also das ist nur ein Beispiel und natürlich kann man eben das auf alle möglichen anderen Bereiche übertragen. Ist auch gerade für
jede Form von Verhandlungsführung zum Beispiel ist die Kombination von diesem rückwärtsgerichteten Denken, nämlich was muss passiert sein, bevor der andere jetzt eingewilligt hat, plus Perspektivwechsel. Ich versetze mich in den oder die andere hinein, also was die brauchen, was die wichtigsten Motive und Werte sind, ist eben außerordentlich wirkungsvoll. Ja, aber jetzt haben wir hier die Systematik, habe ich Ihnen jetzt einen Überblick gegeben. Jetzt vielleicht nochmal hier zum Buch, das über verschiedene Lektionen aufgebaut ist. Das sind wohlgemerkt, ist es eben nur der erste Teil, also der vor allem eben sich auf diese einfachen Spiele fokussiert, aber schon gegen Ende zu das erste Mal auch diese Königsplan-Methodik auch mit einführt. Im zweiten Teil wird dann natürlich eingehender eingegangen auf die Königsplan-Denkmethodik und die Übertragung auf andere Bereiche, aber hier ist es auch schon teilweise in recht einfacher Form der Fall. Und was dazugehört, sind eben diese Videos, die wir dazu gestaltet haben. Das ist, glaube ich, auch ein neues Element, weil auch die Idee ist, die Figuren schauspielerisch darzustellen. Also ich hatte hier, in dem Fall sieht man hier die Rolle, mich in der Rolle des Schwarzen Turms. Meine Tochter Alina, die auch als Schauspielerin aktiv ist, hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, eben auch da mitzuwirken. Da sieht man sie als Läufer, dann folgt zum Beispiel in diesem Video, oben ist der Link, wo man das dann eben abrufen kann. Und wie gesagt, im Buch ist dann so ein QR-Code, über den man auf alle diese Filme springen kann. Das sind momentan 7 Filme, es kommen jetzt noch 2 dazu, zu Rochade und En Passant. Die sind schon praktisch fertig. Hier sieht man gerade, wie ich unglücklicherweise als Schwarzer Turm leider gerade geschlagen werde. Genau, diese Kombination von Filmen, die man auch im Unterricht natürlich zeigen kann und den allgemeinen Printinhalten im Buch, denke ich, ist ganz innovativ und zusätzlich natürlich auch noch einen Schritt weiter. Da freue ich mich über diese Kooperation mit Chessbase. Wir haben ja schon lange mit Chessbase eine sehr gute Zusammenarbeit. Mit dem Geschäftsführer Rainer Voisin bin ich auch recht gut befreundet, wenn ich das sagen darf, Rainer. Wir haben schon viele Projekte gemacht. Ich habe 6 Videos produziert für Chessbase. Schachlehrvideos, eins zum Beispiel auch der Königsplan zum Turniererfolg, also wo eben diese Königsplan-Methoden in dem Fall im Schach, also für starke Schachspieler umgesetzt werden, wie man es eben für auch im Sinne praktischer Schachpsychologie vor allem einsetzen kann. Und eben, was jetzt das neueste Projekt ist, dass eben dieses Buch eben auch als dynamisches E-Book bei Chessbase erhältlich ist. Also das ist auch ein ganz neues, innovatives System, das Chessbase entwickelt hat. Und hier ist eben der Vorteil, dass man im Browser das immer nachspielen kann, also von überall. Und dass man eben in dem Fall die ganzen Schachaufgaben eben auch wirklich direkt am Bildschirm digital nachspielen kann. Also das ist ein sehr spannendes Element und ich denke, es werden jetzt viele Bücher in dieser Richtung folgen, aber das ist sozusagen so ein erstes Pionierprojekt hier mit Chessbase und ich bin dann auch sehr gespannt, wie das angenommen werden wird. Ja, hier sieht man nochmal zum Abschluss meines heutigen kurzen Vortrags, sieht man nochmal das Buch selber. Man kann es eben, wie gesagt, wir haben es im Selbstverlag rausgebracht. Leider ist das Hardcover relativ teuer, was aber daran liegt, dass tatsächlich hier die Druckkosten von diesen Printbüchern so hoch geworden sind. Aber man kann es eben auf Amazon direkt bestellen oder natürlich auch bei unserer Schachakademie, aber das ist jetzt der einfachste und direkteste Weg. Ja, und ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass wir mit Hilfe dieses Buchs und auch des kommenden zweiten Buchs, dass wir möglichst viele Kinder erreichen, dass wir möglichst vielen Lehrern, Trainern und Eltern hier so ein nützliches Handwerkszeug mitgeben können, um eben noch effektiver nicht nur Schach, sondern eben grundlegende Denkmethoden den Kindern zu vermitteln und sie dadurch eben in ihrer gesamten Entwicklung nach Möglichkeit gut zu fördern. Ja, ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.